Hallo und herzlich willkommen, Namaste. Mein Name ist Wanda und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Diese Praxis ist ideal für dich, wenn du ruhig und stabil in deinen Tag starten möchtest. Wir leben in sehr schnellen und bewegten Zeiten, wo immer mehr Aufgaben und äußere Reize auf uns zukommen. Das heißt, es ist essentiell, von einem ruhigen und stabilen Ort in uns mit der Welt um uns herum zu agieren. Diese Ruhe wollen wir in dieser Praxis kreieren, indem wir Vorbeugen praktizieren, stehende Vorbeugen, ein paar Twists, die uns helfen, den Fokus mehr nach innen zu richten und stabiler in unserem Körper und unserem Geist zu werden. Außerdem werden wir mit der langen Ausatmung praktizieren, die uns hilft, unser parasympathisches Nervensystem anzusprechen, das Nervensystem, was dafür verantwortlich ist, dass wir in einem ruhigen und auch integrierenden Zustand mit der Welt agieren können. Okay, ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten und schau, dass du zwei Blöcke zur Hand hast, die dir helfen können, wenn wir später in verschiedene Haltungen im Stehen gehen. Dann lass uns starten im Stehen, an deinem Mattenanfang. Komm ins Stehen in Tadasana, der Berghaltung, und stell deine Füße hüftbreit, sodass sie in einer Linie mit deinen Hüftknochen verlaufen. Roll hier einmal die Schultern hoch zu den Ohren, nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund aus. Roll die Schultern weit zurück, zweimal mehr, tief ein und lang aus. Noch einmal mehr. Und dann lass die Schultern den Rücken runter schmelzen und lass die Schulterblätter leicht zusammenziehen. Das Brustbein erhebt sich. Dreh die Handflächen auf nach vorne. Die Kniescheiben werden aktiviert. Der untere Rücken zieht lang. Das Schambein zieht leicht nach oben hoch. Und schließ für einen Moment die Augen. Finde deine Fußsohlen hier ganz geerdet in die Matte und den Boden unter dir. Und von dieser Erdung richte dich lang nach oben auf, ganz aufrecht, wachse nach oben über die Scheitelkrone. Nimm deinen Körper ganz präsent für einen Moment im Hier und Jetzt wahr. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und beginne deine Atmung noch weiter zu vertiefen und in den dreiteiligen yogischen Atem einzusteigen. Gerne Ujjayi praktizieren, wenn dir Ujjayi vertraut ist. Und über die Atmung immer präsenter werden im Hier und Jetzt. Über deine Fußsohlen noch mehr in die Erde schieben. Ganz präsent, ganz aufrecht und dennoch ganz gelöst und weichen Atem. Dann öffne die Augen, bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Ganz einfach und simpel mit der Einatmung, bring die Arme nach oben hoch. Und mit der Ausatmung, mit langem Rücken, komm nach unten in die stehende Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, halb auftauchen. Und ausatmen, ganz abtauchen. Die Füße erden, um aufzutauchen. Und ausatmen, Hände vors Herz. Nochmal genau so einatmen. Und ausatmen, nach unten schmelzen. Einatmen, halb auftauchen. Und ausatmen, ganz über die Beine schmelzen. Füße erden, um aufzutauchen. Und ausatmen, Hände vors Herz. Sehr schön, das machen wir noch weiter so. Und jetzt verlängern wir die Ausatmung. Atme ein für 2, 3, 4 und aus für 6 Zählzeiten. 2, 3, 4, 5
sechs. Einatmen halb, zwei, drei, vier, aus für sechs, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einatmen für vier, komm nach oben. Und ausatmen, sechs Zählzeiten, zieh die Hände vors Herz. Wir verlängern die Ausatmung, das machen wir noch zweimal so, ein für vier. Und aus für sechs, schau, ob du die Ausatmung noch mehr verlängern kannst. Slow Motion. Einatmen, halb auftauchen. Und ausatmen für sechs Zählzeiten, über die Beine schmelzen, ganz genüsslich. Einatmen, komm nach oben hoch für vier. Und ausatmen für sechs, lass dir Zeit, Hände vors Herz ziehen und dich noch mehr erden, noch mehr zentrieren. Wunderbar, noch einmal so. Lass dir Zeit. Und indem wir die Ausatmung verlangsamen und verlängern, verlangsamen wir auch unseren Geist und geben dem die Möglichkeit, in einen ruhigeren Zustand zu kommen. Sehr schön. Für einen Moment hier pausieren, wahrnehmen, wo du bist. Dann gehen wir direkt in den dynamischen Stuhl mit der gleichen Zählzeit. Ein für vier, aus für sechs. Ein setzt sich tief in den Stuhl für zwei, drei, vier. Aus für sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein in den Stuhl. Zwei, drei, vier. Setzt sich tiefer für sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einatmen, vier, streckt die Beine und aus, senkt die Arme ab und hebt das Schlüsselbein. Bring die Füße noch mehr Richtung Erde. Sehr schön, das machen wir nochmal genauso. Ein für vier, setz dich tief. Und während du nach vorne kommst, halte die Arme neben den Ohren. Ja, nicht abknicken lassen, langer Rücken für sechs Zählzeiten. Ein, setz dich wieder in den Stuhl für vier. Und aus, nochmal abtauchen, für sechs. Ein, wieder in den Stuhl, setz dich tiefer mit der Ausatmung. Ein, streck die Beine und aus, senk die Arme, heb das Schlüsselbein. Sehr schön, machen wir noch einmal, es wird ein bisschen wärmer, ihr merkt es. Ein, vier und aus, sechs. Halte den langen Rücken ganz aktiv. Einatmen, halb auftauchen, Arme neben den Ohren. Aus, ganz abtauchen für sechs. Ein, setz dich wieder in den Stuhl. Und aus, setz dich ein bisschen tiefer rein. Ein, Beine strecken. Und aus, bring die Arme neben den Körper. Ganz aufrecht. Tief ein- und ausatmen. Ja, vielleicht merkst du schon, eine Ruhe stellt sich ein, eine Präsenz, eine Wärme und doch eine Ruhe. Sehr schön. Bring die Hände zu den Hüften. Wir machen weiter. Stell den linken Fuß zurück. Ja, einen großen Schritt hier. Der hintere Fuß 45 Grad für Krieger 1. Wenn du deine Ferse hier nicht zum Boden bringen kannst, dann heb die Ferse als Modifikation in eine Lunge-Pose hier. Und streck einmal das vordere Bein und zieh deine rechte Hüfte mehr zurück und die linke mehr nach vorne, sodass beide Hüftknochen parallel nach vorne ausgerichtet sind. Wir gehen jetzt in einen Wechsel vom dynamischen Krieger und dynamischer Pyramide. Ich mache es kurz vor, damit keine Verwirrung entsteht. Wir atmen ein hier. Für vier Zählzeiten, atmen aus für sechs und setzen uns tief ins vordere Bein. Achtung, der Oberkörper bleibt ganz ruhig, nur das Bein. Ein, vier strecken, jetzt von der Hüfte mit langem Rücken nach vorne kommen.
Gerne das Knie hier mikro gebeugt halten, langer Rücken und nur so tief gehen, wie du deine Arme halten kannst. Ja, hier nicht kollabieren. Und dann mit der Einatmung wieder auftauchen und ausatmen, wieder tiefer reinsetzen. Okay, let's go. Bring die Arme nach oben, atme ein und aus, beugt das vordere Knie. Einstrecken. Aus, von der Hüfte nach vorne kommt, zieh die rechte Hüfte zurück. Ein für vier. Aus für sechs. Ein, vier. Aus, sechs. Beim nächsten Mal, lass uns die Ausatmung noch mehr verlängern für acht. Schau mal, acht Zählzeiten, dich ins vordere Bein reinsetzen. Lass dir Zeit. Ein, vier. Aus, acht. Ein, vier. Und aus, acht. Ein, nochmal vier. Und aus, acht. Und jetzt den ganzen Weg über das vordere Bein runterschmelzen. Den ganzen Weg, den ganzen Weg. Fingerspitzen zum Boden bringen. Hintere Hacke, Spitze, eine Fußlänge ranwandern. Gerne deine Blöcke zur Hand nehmen. Hier rechts und links neben dem Fuß. Dich nochmal aufrichten. Er ist kein Muss. Du kannst auf den Fingerspitzen bleiben. Zieh die rechte Hüfte zurück. Finde mehr Länge in der Wirbelsäule und dann mit der Ausatmung schmelze über das vordere Bein. Und zieh deine Hüfte hier noch mehr zurück. Wir bleiben fünf Atemzüge, Paschvottanasana, Pyramide. Sehr schön. Und dann mit der Einatmung bringen die Hände zu den Hüften mit langer Wirbelsäule, kommen nach oben. Und ausatmen, trete nach vorne, einmal neutralisieren. Den Unterschied spüren wir vom rechten und linken Bein. Und dann wechseln wir die Seite. Rechter Fuß tritt zurück. Hände zu den Hüften bringen, linke Hüfte zieht zurück. Ihr kennt jetzt das Spiel schon. Einatmen, die Arme gehen nach oben. Ausatmen, setzt euch tiefer ins vordere Bein. Ein, vier Zählzeiten. Aus von den Hüften nach vorne, komm mit langem Rücken. Arme bleiben neben den Ohren. Achtung, nicht einknicken im Oberkörper. Ein, hochkommen, aus, tiefer reinsetzen. Ein für vier, aus für acht. Ich zähle die nächste Runde nochmal. Ein, vier. Aus für zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein, zwei, drei, vier, aus, acht, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein, zwei, drei, vier und aus für acht. Ja, und wenn wir das noch nicht so gewöhnt sind, dann ist es erstmal eine große Herausforderung, so lange auszuatmen, weitermachen, ist noch nicht vorbei. Und besonders für den Geist ist es eine Herausforderung, ja, der es gewohnt ist, immer schnell, schnell, schnell zu sein. Hier wollen wir üben, unsere Atmung zu verlängern, verlangsamen und damit auch den Geist zu verlangsamen. So, jetzt den ganzen Weg nach unten kommen. Über das vordere Bein, den ganzen Weg, die Fingerspitzen zum Boden bringen oder zwei Blöcke hier zur Hilfe nehmen, dich einmal noch mal mehr aufrichten, hintere Hackelspitze eine Fußlänge ranwandern für den kürzeren Stand hier, zieh die linke Hüfte zurück, einatmen, noch mal Länge schaffen, dann mit der Ausatmung über das linke Bein schmelzen. Fünf Atemzüge hier. Und Vorbeugen helfen uns, den Fokus mehr nach innen zu richten, präsenter,
ruhiger, geerdeter zu werden. Sehr schön. Und dann mit der Einatmung bring die Hände zu den Hüften mit langem Rücken, tauch nach oben auf und trete nach vorne in Tadasana. Immer Hände lösen, Handflächen nach vorne drehen. Und nur wahrnehmen, was sich verändert hat, hier schon in deiner eigenen Präsenz. Okay, dann trete wieder mit dem linken Fuß zurück. Und wir gehen nochmal in den Krieger 1 hier. Bring die Arme nach oben, dann beug dein vorderes Bein. Und wir halten jetzt den Krieger 1, bring die Hände vors Herz in Anjali Mudra, in so eine Gebetshaltung. Richte deinen Blick nach vorne und aktiviere deine Füße. Werde ganz präsent durch deine Füße und Oberschenkel. Achte darauf, dass dein vorderes Knie nicht nach innen fällt. Presse die hintere Fußaußenkante aktiv in den Boden. Zieh die rechte Hüfte mehr zurück und atme. Und weiterhin hier die verlängerte Ausatmung, auch wenn ich euch nicht zähle, weiter zu priorisieren. Der Blick ganz ruhig, ganz geerdet, stabil durch die Beine. Noch ein bisschen tiefer reinsetzen. Ruhig, geerdet, stabil. Sehr schön in das rechte Bein strecken, die Hände zu den Hüften bringen und deine hintere Fersenspitze eine Fußlänge wieder ranwandern. Das vordere Bein strecken für die gedrehte Pyramide dieses Mal. Gerne hier den Block innen oder außen vom Fuß aufsetzen, wenn du weißt, dass du dich verkürzt fühlst, in der Beinrückseite hier mitarbeiten. Und dann bring, du brauchst den Block natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall immer hilfreich für eine schönere Ausrichtung. Zieh deine Hüften noch mehr zurück, gerne vorderes Knie mikro gebeugt halten. Rechte Hand geht zum Kreuzbein, der linke Arm geht nach oben, atme ein. Und dann mit der Ausatmung mit langem Rücken nach vorne unten runterkommen. Hand innen oder außen vom Fuß aufsetzen. Und dann roll die rechte Schulter zurück, zieh die rechte Hüfte zurück und dann öffne den Arm Richtung Decke. Atme weiter. Lange Ausatmung. Mit der langen Ausatmung dreh dich noch ein bisschen mehr auf. Sehr schön, dann bring die rechte Hand wieder zum Kreuzbein mit langem Rücken einatmen, tauch nach oben auf und tritt nach vorne in Tadasana Berghaltung, neutralisieren. Gerne ausseufzen. Und dann direkt die andere Seite, der linke Fuß tritt zurück. Großer Schritt, erstmal für den Krieger. Eins. Bring die Arme nach oben, zieh die linke Hüfte zurück, presst die hintere Fußaußenkante in den Boden. Dann mit der Ausatmung beugt das vordere Knie und bring die Hände in Anjali Mudra vors Herz. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte nach vorne. Rotiere deinen vorderen Oberschenkel nach außen, dass das Knie nicht nach innen fällt. Und atme hier ganz ruhig. Ein für vier. Aus für acht. Ein, vier. Aus, acht. Die Schultern entspannen, Gesichtszüge weich. Deine eigene Stabilität wahrnehmen über die Fußsohlen, über die Beine. Der Geist ganz ruhig und stabil, sodass du ganz geerdet und ruhig in deinen Tag starten kannst, von diesem Ort in dir. Setz dich noch ein bisschen tiefer. Sehr schön, einatmen, streck das vordere Bein, bring die Hände zu den Hüften und wandere hinteren Fuß, Hackespitze, eine Fußlänge ran. Gerne wieder deinen Block hier benutzen für den
für die gedrehte Pyramide innen oder außen vom Fuß. Nochmal beide Hände an den Hüften, zieh die linke Hüfte zurück, gerne vorderes Knie mikro gebeugt, linke Hand zum Kreuzbein, rechter Arm geht nach oben. Und dann einatmen, zieh dich lang und ausatmen, komm nach vorne mit langem Rücken und setz die Hand auf den Block oder Boden auf. Die Hand ist ganz leicht und dann roll die linke Schulter zurück, zieh die linke Hüfte in die Hüftpfanne und dann öffne den Arm bzw. den Oberschenkelknochen in die Hüftpfanne ziehen und streck dich ganz lang. Atme hier. Mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr reindrehen, den Brustkorb noch mehr öffnen. Sehr schön, bring die linke Hand zum Kreuzbein, einatmen, der rechte Arm bringt dich nach oben. Und ausatmen, tritt nach vorne, Intadasana, Block beiseite legen. Stehen, tief ein- und ausatmen. Einmal Augen schließen. Gefühl im Körper wahrnehmen, die Wärme. Dann öffne die Augen. Für den Baum, bring das Gewicht auf deinen rechten Fuß. Verankere besonders den großen Zeh und die Fußinnenkante in den Boden. Bring deinen rechten Fuß innen vom Oberschenkel oder von der Wade. Und dann finde deinen Fokuspunkt, bring die Hände vor dem Herzen zusammen in Vrikshasana, der Baum. Und achte darauf, dass du nicht in deiner linken Hüfte hier hängst und zieh dich nochmal raus. Rotiere dein rechtes Knie mehr nach außen, ganz ruhig, ganz geerdet und stabil. Und von dieser Ruhe bring das Knie wieder nach oben parallel und setz den Fuß kontrolliert zum Boden ab. Neutralisieren. Und für die andere Seite den linken Fuß nach außen drehen, rechten Fuß erden und dann den linken Fuß innen vom Oberschenkel aufsetzen. Wieder deinen Fokuspunkt finden, deinen sogenannten Drishti. Und dann zieh dich raus aus der rechten Hüfte, dieses linke Knie will mehr nach außen. Gesichtszüge entspannt, weiter atmen. Die lange Ausatmung priorisieren. Zieh dich noch ein bisschen höher über die Kopfkrone. Sehr schön. Und dann kontrolliert linkes Knie wieder parallel zum Boden bringen und ausatmen, Fuß absetzen. Jetzt mit so viel Balance gehen wir noch in eine weitere stehende Vorbeuge, die auch Balance braucht, den Krieger 3. Für Krieger 3 bringen die Hände zu den Hüften und geh so ein Stück zurück auf deiner Matte, so einen halben Meter, dass du ein bisschen Platz hast vor dir. Und dann trete mit deinem linken Fuß nach vorne, erde den Fuß und hebe gleichzeitig den rechten Fuß weg vom Boden. Der Blick geht Richtung Boden, bring die Hände jetzt vor dem Herzen zusammen und schieb mit dem hinteren Fuß wie gegen eine imaginäre Wand. Ja, aktiviere das gesamte Bein und zieh das Bein höher und achte darauf, dass die Hüfte sich nicht öffnet. Ja, die Zehen wollen Richtung Boden zeigen. Wie in so eine Standwaage hier kommen und das obere Bein noch mehr aktivieren. Lange Linie vom Fuß bis zur Kopfkrone, wie so ein Pfeil. Weiter atmen. Noch ein bisschen höher ziehen, das Bein noch mehr strecken. Yes. Und dann langsam kontrolliert nach oben kommen. Sehr schön. Und das Bein absetzen. Well done. Andere Seite. Rechtes Bein. Oder wir gehen erst noch mal ein Stück zurück und wir treten nach vorne mit dem rechten Fuß
ganz geerdet, der linke Fuß hebt ab, wie so ein Flugzeug. Dann bring die Hände vor dem Herzen zusammen und mach das Standbein ganz aktiv und dreh die linke Hüfte noch mehr Richtung Boden. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Yes. Und zieh das Bein höher. Weiter atmen. Das Bein noch mehr strecken, das obere. Und kontrolliert wieder zurückkommen zur Mitte. Und das Bein absetzen. Hui. Tief ein- und ausatmen. Sehr schön. Okay. Weil es so schön war, machen wir das noch einmal. Und wir gehen auch in den stehenden Spagat. Wer mag, kann hier zwei Blöcke nutzen, vor sich aufsetzen. Und wieder dich zurückstellen auf der Matte, einen guten Meter. Die Blöcke stehen Schulter- oder Hüftbreit hier. Ja, besser schulterbreit. Bei manchen sind die Hüften viel enger als die Schultern, ja. Also schulterbreit die Blöcke. Und dann tritt wieder mit dem linken Fuß nach vorne. Wieder Krieger 3. Zweite Runde, weil es so schön war. Hände vor dem Herzen zusammennehmen. Aktives oberes Bein. Dreh die Hüfte nach unten. Lange Linie vom Fuß bis zur Kopfkrone. Ganz stabil. Und jetzt bring die Fingerspitzen zu den Blöcken oder zum Boden und dreh nochmal die Hüfte mehr runter. Ja, richtig eine schöne Ausrichtung hier. Und jetzt mit der Einatmung zieh die Hüfte auf und bring den Oberkörper Richtung Standbein. Sehr schön. Pointe den Fuß, ganz aktives Bein und dann einatmen. Wieder Krieger 3. Und ausatmen. Stehender Spagat, Hüfte öffnen. Noch einmal. Krieger 3. Und ausatmen, stehender Spagat. Vielleicht möchtest du dich noch näher ranwandern zum Fuß, vielleicht den Fuß greifen und das Bein noch höher ziehen, wenn du kannst. Sehr schön, dann kontrolliert wieder zu deinen Blöcken kommen. Achtung, Herausforderungen, Hände vor dem Herzen, Krieger 3. Yay. Und dann komm nach oben hoch und setz den Fuß ab. Hui, ein bisschen warm geworden? Yes. Und dennoch ruhig und stabil. Ein Gefühl von Lebendigkeit, Vitalisierung. Wieder das Gewicht auf deinen rechten Fuß verlagern. Der rechte Fuß geht nach vorne. Nach vorne treten, andere Seite, Krieger 3. Hände vors Herz bringen. Den Fuß nach oben ziehen. Yes. Erstmal deine Stabilität hier finden, das Bein noch mehr strecken. Und dann bring die Hände zu den Blöcken. Zieh dich nochmal richtig lang hier. Und dann ausatmen, bring den Fuß nach oben, stehender Spagat. Einatmen, Hüfte wieder leveln, Fuß flexen, Wirbelsäule lang und ausatmen, stehender Spagat. Noch einmal, Länge finden, Hüfte leveln und ausatmen, stehender Spagat. Gerne zu deinem Standbein ranwandern und zieh den Oberkörper zum Bein, das obere Bein höher. Und Achtung, wir kommen wieder nach oben. Oh Gott, yes, ich weiß, es ist schwierig. Hände vor dem Herzen und langsam kontrolliert nach oben kommen. Hi. Einmal stehen, Präsenz. Tief ein- und ausatmen. Sehr schön. Dann bring die Hände zu den Hüften für die weite Grätsche. Komm seitlich auf deiner Matte zum Stehen. Bring die Hände an die Rückseite deiner Oberschenkel. Zieh dich ganz lang, atme ein, roll die Schultern zurück. Und für 8 Zählzeiten von deinen Hüften komm mit langem Rücken nach unten. Die Hände gleiten die Beine entlang. Einatmen für 4, halb auftauchen. Und aus für 8 Zählzeiten abtauchen.
Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben hoch. Und ich zähle uns nochmal. Ausatmen für 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen 4, 2, 3, 4 und aus für 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein, den ganzen Weg nach oben kommen für 4. Und direkt wieder für die lange Ausatmung 8 Zählzeiten nach unten kommen. 8 Zählzeiten. Lass dir Zeit. Slow Motion. Ein, 4 und aus für 8. Und dann bleib hier in der stehenden Vorbeuge, schließ die Augen. Bleib 5 Zählzeiten oder 5 Atemzüge hier. Ein für 4, aus für 8. Zieh den Oberkörper zwischen die Oberschenkel. Gerne mal ausseufzen. Und dann öffne die Augen wieder, wander mit den Händen zu deinem rechten Fuß nach vorne und trete zurück in den herabschauenden Hund. Ja, wir haben viele stehende Vorbeugen gemacht, das heißt, der Hund sollte sich recht offen anfühlen hier in der Beinrückseite. Ein paar Mal trotzdem gerne auf der Stelle laufen. Und dann bleib hier im Hund, schließ einmal die Augen. Werde ganz präsent und stabil in deinem Hund, die Handflächen ganz geerdet. Zieh dich lang über die Körperrückseite. Schieb das Gesäß Richtung Himmel. Und dann bring die Knie zum Boden und komm ins Sitzen. Und bring die Beine nach vorne. Für Paschimottanasana, die sitzende Vorbeuge. Zieh nochmal das Sitzfleisch unter dir raus. Bring die Hände nach oben. Streck dich erstmal ganz lang und beug die Knie leicht. Zieh die Zehen zu dir ran. Beginne dynamische Vorbeuge hier. Ein für 4. Achtung, aus für 8. Von den Hüften nach vorne kommen. Die Arme bleiben neben den Ohren. Einatmen, 4 nach oben kommen. Von den Hüften für 8 Zählzeiten nach vorne kommen. Noch zweimal, ein, 4. Und aus 8 noch mehr Länge vom unteren Rücken nach vorne finden. Ein letztes Mal. Und dann greif jetzt deinen großen Zeh oder die Fußaußenkanten, zieh dich nochmal ganz lang, die Knie gern mikro gebeugt lassen und dann ausatmen, schmelz über die Beine, den Kopf Richtung Knie, Richtung Beine bringen und wir bleiben hier, gerne die Beine mehr Richtung Streckung bringen und trotzdem versuch diese Länge im unteren Rücken beizubehalten. Die Praxis, die wir heute hier gemacht haben, dient dazu, Stabilität im Körper und im Geist zu erzeugen. Ja, durch all die dynamischen Vorbeugen, die wir gemacht haben, kreieren wir eine starke Rückenmuskulatur, eine stabile Wirbelsäule, die wir besonders haben wollen, wenn wir viel auch am Schreibtisch sitzen. Das heißt, Vorbeugen dienen nicht nur dazu, uns zu dehnen, sondern auch die Körperrückseite zu stärken. Und dann mit der Einatmung löst die Hände, zieh dich nach oben hoch mit langem Rücken und ausatmen, bring die Hände zum Boden und wir gehen direkt in Rückenlage. Roll dich Wirbel für Wirbel an der Rückseite deiner Knie nach unten ins Liegen.
alles verstört zur Seite bringen, Haargummi und all das. Wir machen ein paar Mal dynamische Brücke hier. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt mit unserer Zählzeit. Ein für vier, aus für acht. Mit der Einatmung hebt das Becken, die Arme gehen über den Kopf für zwei, drei, vier. Und aus, roll ich acht Zählzeiten aus. Den ganzen Weg nach unten ab. Einatmen für zwei, drei, vier. Und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal ein für vier. Und aus für acht. Ein, vier. Und aus, acht. Und dann für einen Moment pausieren. Wahrnehmen, wo du bist. Und dann zieh die Knie zur Brust ran, eins nach dem anderen. Einmal auf dem unteren Rücken hier kreisen, rechts, links. Füße kreisen, rechts, links. Und dann für einen abschließenden liegenden Twist, bring die Knie gestapelt übereinander nach links rüber. Der rechte Arm öffnet sich entgegengesetzt. Schließ die Augen. Atme in deinen unteren Bauch. Und bleib noch verbunden mit deiner langen Ausatmung. Und bring die Knie wieder nach oben für die andere Seite. Setz die Knie nach rechts. Der linke Arm öffnet entgegengesetzt. Dann bring die Knie wieder nach oben. Bring einmal die Fußsohlen zusammen. Richte den Oberkörper auf und dann zieh die Fußsohlen Richtung Schambein hier für so eine Schmetterlingsvariante und nutze deine Ellenbogen, so ein bisschen innen gegen die Oberschenkel zu pressen. Den Hinterkopf lang wieder ablegen. Weiter atmen, die Dehnung hier in den Hüftgelenken spüren. Und dann die Hände von den Füßen lösen, die Füße zum Boden bringen, einmal für den liegenden Schmetterling die Knie nach außen auffallen lassen, Hände an die Leisten setzen. Drei tiefe Atemzüge hier in den unteren Bauch nehmen. Und dann streckt die Beine aus für ein kurzes Shavasana, eine kurze Entspannung. Ja, und ich rate dir, diese Entspannung nicht auszulassen. Ja, gönn dir die. Shavasana ist ein wichtiger Teil unserer Praxis, wenn nicht sogar der wichtigste. Dann leg dich in eine weit offene, entspannte Haltung. Nimm noch ein paar tiefere Atemzüge hier, um den ganzen Körper wirklich loszulassen und in die Erde zu entspannen. Lass deine Schulterblätter ganz weich werden. Die Wirbelsäule entspannt sich in die Erde. Die Hüften schwer, Beine schwer. Handflächen ganz geöffnet. Gesichtszüge weich, Kiefer locker. Die Kopfkrone ganz weit und offen. Dann nimm dir einen Moment in Stille, um nachzuspüren. Und sich deine Praxis integrieren zu lassen.
Wenn du magst, kannst du noch einen Moment länger liegen bleiben. Ansonsten komm langsam zurück, atme tief ein und aus. Beweg deine Finger und Zehen, beweg die Füße und Hände. Streck dich einmal ganz lang über den Kopf mit den Armen. Und dann rolle über die linke Körperseite und richte dich nach oben auf ins Sitzen mit geschlossenen Augen. Komm nochmal in einen aufrechten Schneidersitz. Atme tief ein und aus. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Spür deinen eigenen Körper, deinen Geist. Gut vorbereitet, ruhig, ganz bei dir für den kommenden Tag. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für deine Praxis genommen hast, um dich zu erden und mit Gelassenheit und Ruhe in den Tag zu starten. Ich danke euch. Namaste.